51. Ja, grüß Gott, zur 151. Ausgabe dieser Reportage hier aus Blankaros. Heute hier im Bitztal. Blankaros, heute Bitztal, 151 Reportage heute. Hören Sie heute und sehen Sie einen Beitrag. Reporter Stefan Wanka sagt grüß Gott und herzlich willkommen hier aus Blankaros im Bitztal. 151. Reportage heute. Grüß Gott und herzlich willkommen. Ja, grüß Gott und herzlich willkommen zur 151. Ah, jetzt muss ich Stopp machen. Entschuldigung, die Sirene. Moment, stopp. So, jetzt probieren wir es gleich noch einmal ohne Unterbrechung, aber jetzt, das ist die 151. Reportage aus Blankaros. Musikalisch eingeleitet wurden sie mit den Oberleinern, mein Bitztal. Ich sage grüß Gott, herzlich willkommen aus Blankaros. Hier sehen Sie den Lageplan, das ist keine Wetterkarte, das ist der Lageplan. Und wir grüßen Simon Stocker und Fabi Grierser aus Grinsens im Mittelgebirge. Herzlich willkommen, 151. Reportage aus Blankaros. Sehen Sie auf YouTube. Wenn Sie eingeben Stefan Wanker, dann sehen Sie den Beitrag. Herzlich willkommen aus Blankaros. Viel Spaß in den nächsten paar Minuten. So, hier sehen Sie den Tiroler Adler. Einen Tiroler Adler. Und hier die Pfarrkirche von Blankaros, die schauen wir uns dann auch von innen an. Gegenüber von der Kirche steht das Gasthof Kirchenwirt. Das Gasthof Kirchenwirt gegenüber von der Kirche hier in Blankaros. So, das Highlight hier in Blankaros im Bitztal sind die Berge, die Sie hier sehen. Wir sind hier bald beim Gletscher hier in Blankaros im Bitztal. So, die Pfarrkirche in Blankaros ist Maria Hilf geweiht. Die Pfarrkirche in Blankaros, wo Sie hier heute den Beitrag sehen. So, in Blankaros in der Pfarrkirche sind wir hier drinnen noch. Da, wo Sie den Beitrag sehen können. So, das dürfte der Babylon von Blankaros sein, wenn mich nicht da ist, täuscht der Babylon von Blankaros. Dürfte das hier sein. So, nochmal herzlich willkommen hier aus Blankaros, hier, sagt euch Reporter Stefan Wanker. Ein sehr schöner, aber kleiner Ort, kurz vom Gletscher ist der Ort hier zu sehen. Herzlich willkommen nochmal in den nächsten paar Minuten. Da sind Sie heute ein paar Beiträge aus Blankaros. Und alle Grüße an die YouTube-Zuseher, die via YouTube dabei sind. Abonnieren Sie Stefan Wanker, eingeben Blankaros und dann sehen Sie die Reportage auch schon. 151. Ausgabe ist das schon. So, nochmal der Blick zur Pfarrkirche von dieser Seite hier aus. Da sehen Sie den Blick zur Pfarrkirche nochmal. Ganz schön. So, hier ist Freiwillige Feuerwehr Blankaros. Nochmal hier zu sehen. Bei herrlichstem Sommerwetter und Sonnenschein. Hier in Blankaros bei der Reportage. Die Feuerwehr hier in Blankaros verfügt über 2 Einsatzfahrzeuge. Hier sehen Sie den Heiligen Florian drauf. Und der Gletscher hier zu sehen. Da drüben dürfte das sein. Schaut, so mal ein bisschen rüber. Herrlich, die Bergwelt hier. Ja, hallo, grüß Gott. Grüß dich, aber bei wunderschönen Wetter heute hier in Blankaros, herrlichstes Sommerwetter.
Wie viele Einwohner hat jetzt Langeroos circa? Langeroos hat knapp 100 Einwohner. Ja. Ständige. Ja. Die meisten sind alteingesessene Familien, eigentlich alle. Ja. Gell? Immer so da gewesen. Ja. Ja. Viele Familienclans, kann man sagen, gell? Ja. Ewig schon da gewesen und hat sich halt erweitert durch die Nachkommenschaft und so. Ja. Ja. Wie sie überall ist. Ja. Und Langeroos ist so ein Tourismusort, oder? Tourismusort. Ja. Das ganze innere Bitztal ist ausschließlich Tourismus. Ja. Da gibt's, wir sind ja 1620 da zum Beispiel. Nicht? Ja. 1620. Ja. Da wächst es nichts als wie ein bisschen Hai. Gell? Ja. Da kann ich es anpflanzen. Ja. Und damit ist Tourismus das einzige, einzige lukrative oder sinnvolle Geschäft da. Und das Hotel Sportal ist jetzt neu, oder? Das da oben noch? Nein, es gibt schon länger, haben wir es umgebaut und zugebaut. Ja, ja. Ja, wie die meisten halt so. Ja. Entwicklung und so. Ne? Und ganz bekannt ist da das Schneefest im Bitztal. Das ist man darf. Man darf, das ist ganz bekannt. Ja. Ostermontag immer, ja, ja. Ostermontag immer. Ist wir haben da immer im Dezember den Bergadvent. Bergadvent. Ab Dezember geht da, sieht man hier um den... Ich mag das Ding, es wird beleuchtet und die Häuser machen Abend nachher so... So schöne Standeln da. Ja. Lohnt sich zum Einfahren. Ja, also wie gesagt, im Dezember Bitztaler Bergadvent für die Zuseher. Genau. Ja. Da bedanke ich mich fürs Interview. Bitte gerne. Wo kommst du her? So, hier zu sehen das Restaurant Bergwerk. Restaurant Bergwerk in Langeroos. Restaurant Bergwerk. Und hier zu sehen das Hotel Sonnblickheim. 4-Sterne-Hotel, Hotel Sonnblick in Langeroos, im Bitztal. So, hier sehen Sie das Atelier vom Schnitzer Atelier Johannes Seiter. Hier sehen Sie ihn in der Reportage hier aus Langeroos, im Bitztal. Und hier oben zu sehen das Alpinresort Sportalm, das Alpinresort Sportalm. Hier in Langeroos, Tourismusort. So, Bitztaler Bergadvent steht hier, findet auch Feuerwehr statt. Und da oben sehen Sie eine kleine Smartal und die Kapelle hier dazu. So, und recht schöne Grüße gehen auch an den Florian Santeler. Wir grüßen den Florian Santeler, der hier in Langeroos wohnt. Herzliche Grüße! Nochmals hier zu sehen in der Kirche, die Pfarrkirche von Langeroos, hier zu sehen im Beitrag. Die Bergwelt ist herrlich hier in Langeroos im Bitztal. Da sehen Sie die Bergwelt, das Bergmassiv hier in Langeroos im Bitztal. Bei der 151. Reportage dieser Ausgabe hier aus Langeroos im Bitztal. So, nun bin ich wieder hier angelangt, wo ich ankommen wollte, hier in Langeroos hier. Ui, Halleluja. Das ist der Feind hier. Da kann man so richtig die Sonne genießen. Hier, 51 Reportage aus Langeroos geht hier zu Ende. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. So. Ich genieße noch ein wenig die Sonnenstrahlen hier. Das war die 151 Reportage aus Langeroos hier. Unter YouTube Stefan Wanker zu finden, dann sehen Sie den Beitrag eingeblendet. Da grüßen wir den Florian Santeller, Fabian Grierser aus Grinzenz von der Musikkapelle und Simon Stocker, das war's von hier. 151. Reportage geht jetzt zu Ende und verabschieden möchte ich mich jetzt mit den Oberlein an meinem Bitztal. Auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal, sagt der Botter Stefan Banker. Dann aus Sieglanger bei Innsbruck. Auf Wiederschauen. Komm wieder hoch! Von Borzelgers hinein, rein nach Mittelberg, von dort zum Gletscher ab, den Ausblick ist das Ziel, dort droht die weiße Pracht, des Hatterherr und Macht. Für uns alle Zahn, das Bier ein Gaudi hat, für uns alle Zahn, das Bier ein Gaudi hat, mein Pitztal.
Tal ist das schönste Tal der Welt.